Die Energieberatung im Bundesland Salzburg ist ein Netzwerk, das von drei starken Partnern getragen wird: dem Land Salzburg, der Wirtschaftskammer und der Salzburg AG. Das Netzwerk besteht einerseits aus dem Umweltservice Salzburg, der Energieberatung und der Energieberatung der Salzburg AG, die mit diesen beiden Einrichtungen verzahnt ist. Die Energieberatung Salzburg bietet vor allem den Privathaushalten die Möglichkeit einer kostenlosen und produktneutralen Energieberatung an. Es gibt dann noch eine kleine Gruppe, dass wir auch für Gemeindeobjekte und für Institutionen zur Verfügung stehen. Aber überwiegend eben der private Bereich, das fängt an beim Einfamilienhaus, geht aber genauso in die Wohnung hinein. Wir haben in der Energieberatung verschiedene Möglichkeiten, die Beratung durchzuführen. Üblicherweise kommen unsere Leute vor Ort zu einer Vor-Ort-Energieberatung, aber Corona-bedingt haben wir auch die Möglichkeit der Energieberatung Smart ins Leben gerufen. Das heißt, man kann individuell mit der Beraterin oder mit dem Berater vereinbaren, eine digitale Beratung telefonisch mit Fotos, eventuell mit einem Videocall unterstützt durchzuführen. Der Begriff des Energieberaters ist kein geschützter Begriff, auch nicht gewerberechtlich. Wir haben österreichweit eine abgestimmte Ausbildung über die sogenannte ARGE-EBA, Arbeitsgemeinschaft Energieberaterinnen-Ausbildung. Die ist bei uns auch zwingender Mindeststandard, um sich im Beratungsteam zu bewerben. Das Besondere an der Ausbildung, sind mehrwöchige Kurse, ist eigentlich das, die Gewerke zwischen Haustechnik und der Gebäudehülle gemeinsam zu denken. Barbara Hirzberger, Architektin aus Salzburg, ist seit Sommer 2008 nebenberuflich auch Energieberaterin. Also die klassische Energieberatung, die erfolgt vor Ort. Man kommt hin, man macht sich ein Bild von der Gesamtsituation. Das heißt, wir schauen uns die Gebäudehülle an, wir schauen uns die Haustechnikanlage an. Optimalst gibt es schon einen Energieausweis oder sind die Pläne vorbereitet. Und aufgrund all dieser Unterlagen arbeiten wir dann ein Gesamtkonzept. Wir entwickeln quasi eine Vision, wo die Reise hingehen sollte, und mitunter wird es dann auf realistische Umsetzungsschritte heruntergebrochen. Ob Neubauberatung, Schimmelberatung, Sanierungsberatung, Infos zu Photovoltaikanlagen oder ein einfacher Energiekostencheck – keine Energieberatung ist wie die andere. Neben den technischen Fragen gibt es auch noch, und das ist natürlich ein Riesenthema gerade derzeit, die Förderfragen. Das Förderthema ist ein sehr großes. Es gibt derzeit sensationell gute Fördermöglichkeiten. Es ist auf jeden Fall für den Heizungstausch quasi der Ölkessel, also die Ölkessel-Herausforderung des Bundes und des Landes. Und sobald man in die Gebäudehülle geht, sprich dort irgendwas saniert, ist man in der Sanierungsförderung, der Wohnbauförderung, die sehr attraktiv ist im Moment. Die Nachfrage nach Energieberatung ist massiv gestiegen. Wir haben inzwischen Ende des ersten Quartals im Jahr 2021 fast 1200 durchgeführte Beratungen schon. Das ist absolut auf Rekordniveau und ungefähr 70% höher als im Vorjahr. Der Job als Energieberater oder Beraterin kann sowohl nebenberuflich als auch hauptberuflich ausgeführt werden. Also ich finde es einfach spannend, die große Bandbreite, die Auswahl an Beratungen. Jede Beratung ist anders, und schön finde ich es immer wieder, wenn man den Kunden eben genau dort abholen kann, wo er steht, und eben wirklich einen Mehrwert liefern kann und eine Vision fürs Gesamtprojekt mitgeben kann. Wenn Sie sich für Themen rund um Energiesparen, Energieberatung oder den Job als Energieberater interessieren, klicken Sie einfach auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.